Das hier ist das Zeichen für vor oder früher. Von den Lesungen her Mai, Mai als Kundlesung oder Zen, Zen als Onlesung. Strichreihenfolge wie folgt. Zunächst die beiden Striche hier oben, erste linke, dann der rechte. Dann knapp darunter ein horizontaler Strich. Dann unten der zuerst der linke Teil. Und danach der rechte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Nochmal ein bisschen besser beim Zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Na, mir gefällt mein linker Teil hier noch nicht so ganz. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, das ist gut gelungen. Also vor oder früher taucht beispielsweise in dem Wort Namae auf, also damit der Lesung Mai. Das hier ist dann also Namae, der Name. Wenn man es wörtlich übersetzen würde, wäre es eben in dem Fall eigentlich der Vorname. Es meint aber, wenn man jemanden fragt, O Namae wa oder Anata no Namae wa Nandeska, wie ist dein Name, würde das dann eben folgendermaßen trotzdem aussehen. Mit diesen Zeichen hier geschrieben, Namae, Vor- und Name. Und habe ich noch ein weiteres Beispiel hier für dieses Kanji. Ja, habe ich mit einem Zeichen, was auch demnächst hochgeladen wird. Und zwar dem folgenden, schon mal vorweggenommen ein wenig. Und dann das soeben gelernte Zeichen. Das hier ist Gosen. Das hier ist das Zeichen für Mittag. Das hier das Zeichen für vor oder früher. Dementsprechend ist Gosen Vormittag. Hier also entsprechend eine Komposition, wo es mit Kunlesung auftritt, Na Mai. Und hier als Onlesung Gosen. So viel zum Zeichen für vor und früher.